1 Grad, sonst auch Werte zwischen plus 1 und minus 5 Grad. Morgen an Neujahr bleibt es vor allem in der Mitte und im Süden trüb oder bedeckt, teilweise fällt Niederregen. Im Norden sowie im äußersten Süden klart es zeitweise auf. Werte liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad. Soweit die Meldungen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2014 wird als ein Jahr in Erinnerung bleiben, das anders verlaufen ist, als wir uns das zu Silvester vor einem Jahr vorstellen konnten. Es war das Jahr, in dem wir in Europa in lange nicht gekannter Härte erfahren haben, was es bedeutet, wenn Grundlagen unserer europäischen Friedensordnung in Frage gestellt werden, also die freie Selbstbestimmung. So, liebe Leute, so klingt es, wenn unsere Kanzlerin aus einer originalen Goebbels-Schnauze von 1938 spricht. Nein, nein, wer mich kennt, der weiß, ich werde diese Rede jetzt hier nicht auf unserem Kanal übertragen. Und ich gucke mir auch keine Bundeskanzlerrede zu Silvester mehr an, seit der Verwechslung von Helmut Kohl, als er dort 10 Minuten geschwafelt hat und keiner hat gemerkt, dass das die Rede vom Vorjahr war. Schwamm drüber. Und ich wollte euch, habe ich euch vorhin gesagt, ich möchte euch heute Abend sagen, was es auch Gutes gibt von dieser Abschaltung her. Wenn dann die Langwelle abgeschalten ist, wird es auch nicht mehr möglich sein, Leute wie Frau Merkel oder unseren großartigen Herrn Bundespräsidenten auf einfachen Radios zu hören, wie zum Beispiel europaweit auf einfachen Radios zu hören, wie zum Beispiel einem solchen Vorkriegsgerät. Oder hier mit einem solch einfachen Gerät kann man halt, hier ist der Schalter. Ja, das ist jetzt alles möglich. Das ist jetzt alles möglich. Europaweit. Na, europaweit zu hören, das ist jetzt eigentlich dann, kann man sagen, zum Glück vorbei ab Mitternacht. So, wir sehen uns wieder in knapp 4 Stunden und bis dahin brauchen Sie Ihren Tempel nicht zu ehren. Den Helfern des Deutschen Roten Kreuzes und nicht zuletzt den Soldaten, die hier, wie anderswo auf der Welt, ihr Leben für uns einsetzen.